Dann brauche ich Tannenholz. Dann nehmen wir mal den ganzen Stack mit. Die 7 lasse ich mal hier. Ja, Zäune klingt gut. Ja, müsste auch reichen. Kaktus, der kann da drin bleiben. So. Und die können wir dann auch mal zusammen stacken. Fackeln hat er dabei. Treppen. Achso, davon muss ich dann ja auch gleich mal. Keine Ahnung, machen wir mal hier so. Na, hier einfach mal so locker flockig. So. Oh, 5 mal 6 sind 30. Ja, das kann man auch im Kopf rechnen. Wenn man nicht Trivolo heißt. Verdammt. So, dann machen wir als erstes hier mit dem alten Dirt. Machen wir hier Dirt mal zu. So, ne? Erstmal einfach per Forma alles wieder schließen. Um das nur gleich wieder größtenteils aufzumachen. Also, warum schließe ich das überhaupt? Ich denke gerade drüber nach, weil ich habe das in der Kopie mir mal einmal angeschaut, wie das hinterher aussehen könnte. Hat er hier verschiedene Versionen mal ausprobiert, bis ich dann zu einer Version gekommen bin, die mir einigermaßen zugesagt hat. Aber wie gesagt, auch nur einigermaßen. Und da war schon wieder die Stimme weg. So, jetzt hier mit den alten Half Steps, wie man die Dinger auch immer nennen will. Erstmal einfach bis hier. So. Einfach mal zwei nach vorne. Das waren schon die ersten. Und das hier sind Scheiben. Verdammt, da jetzt extra Glas ausgeben, ist ja ein bisschen blöd. Okay, dann hole ich mir später da noch ein bisschen Glas. So, mit der Schaufel hier nochmal alles ein bisschen wegroden. Das hätte. Nein, das darf gar nicht. Das hätte gar nicht bleiben dürfen. So. Ne, drei. So, dann werden wir das hier mal gerade mit der Erde schließen. Drei lassen wir offen. Alles klar, hier passt es, da passt es. Und dann müssen wir hier. Da ist denn der. Ja, da ist der. Dann müssen wir hier so. Das war ein zu viel. Bin ich gerade mal so der Meinung. Glaube ich zumindest. So. Wie jetzt? Walter? Ja. Ich messe. So, dann hier einmal locker flockig das Redstone verlegt. Da nochmal Redstone verlegt. Ja, ich werde immer besser mit dem Redstone. Bilde ich mir zumindest ein. Es funktioniert. Sauber. Ich hab's gehofft. So, so und so. Und dann hier so. Da so. Und dann so. Und so. Ja, Eggert, soll ich so tun? Ja, dann tun wir so. Und dann tue ich nochmal so. So, dann muss der. Der muss weg. Hier kommt überall das Zeugs rein, ne? Und dann verlängern wir halt quasi mal unseren alten Flur hier. Der ja auch schon seit Ewigkeiten hier drin ist im Haus. So, dann habe ich natürlich kein normales Holz mitgenommen, weil ich war der. Schon wieder ein Drop. Was ist denn das? Das ist schon wieder, wenn Fraps eine neue Aufnahme anfängt. Ist ja merkwürdig. Hoffentlich kriege ich das auch wieder hingeschnitten. Oh. So, ihr lieben Leute. Jetzt wird's interessant. Jetzt habe ich noch hier irgendwie, ne? Keine Türen mehr halt. So. Dann knacken wir hier mal die alten Dörren wieder rein. Fein. Aber jetzt eine Tür, zweite Tür. Schalter. Ist komisch, ich habe schon wieder einen Schalter dabei verloren. Ist mir in der Kopie ebenfalls passiert. So. So. Geht auf. Geht auf. Achso, ich habe einen Schalter verloren, weil hier war ja auch nur einer. Au, das tut auch schon wieder weh.
Jetzt nehmen wir das Glas und setzen das Glas einmal so weit nur und flitzen mal wieder ab in den Keller. In den Keller, in den Keller. So, oh, Mensch, ich hätte beinahe vergessen. Wir müssen ja auch mal zwischendurch ein Happen-Happen essen. Das hätte ich beinahe total vergessen. So, nun sind wir wieder gesättigt und gestärkt. Sand ist falsch, aber Glas. Die drei Glas brauche ich später noch. Delit, das passt. Jetzt gehen wir nach oben. Achso, wir könnten eigentlich mal so, zack, es wird auch schon wieder dunkel, wa? Wird es dunkel? Ja, es wird dunkel. Dann sollten wir mal pennen gehen. Ich hoffe, da passiert nichts, weil unten offen ist. Aber Schwert gezückt und hingelegt. Gute Nacht. In der Zwischenzeit macht der Tribulo sich eine Zigarette an. Was denn auch sonst? Der rauchende Let's Player. So, dann hier das alte Geredel kommt dann auch mal weg. Aber nicht für immer. So, dann klatschen wir das ja alles mal wieder raus, was wir hier mal vor ewigen Zeiten in mühevoller Kleinarbeit da reingebatscht haben. Das Zeug holen wir wieder raus und verschwinden erstmal gleich in den Keller. Dann nehmen wir mal die Abkürzung. So, halt, stopp, Moment. Glas, dann können wir das nämlich gleich schon wieder im Keller lassen. Und Glas. Hier schlage ich mir nochmal. Oh, das ist so dumm. Da schlage ich ein Loch rein, um das gleich wieder zuzumachen, weil das muss ich von der anderen Seite aus machen. Was ich jetzt noch gerade gedacht habe. Hallo. Jetzt. So, hier die. Diese alten Dinger kommen dann da wieder so hin. So, wir gehen mal heute nicht durch die Tür, wir gehen mal einfach durch die Wand, weil wir da eh gerade ein Loch reingeprügelt haben. So, was hatte ich jetzt alles gesagt? Irgendwie manchmal bin ich auch ein bisschen bescheuert, ey. So, das Glas kommt erstmal wieder weg. Normales Holz, beziehungsweise Eichenholz. Oh, da haben wir gar nicht mehr so viel von. Dann müssen wir doch gleich mal so ein, zwei Eichen schlagen. Prügeln. Dunkelholz, Birkenholz, Birkenholz. Birkenholz müssten wir auch mal ein bisschen was wieder mal verprügeln. Brauche ich hier noch was? Nö. Jut, jut, dann wieder ab nach oben. Oben, oben, oben. Wir prügeln erstmal ein bisschen Holz. Bisschen Birkenholz. Keine Ahnung, ob der Dingens Bommens Mod zurzeit installiert ist, der Timber Mod. Ich würde sagen, ja. Und schon wieder droppt mir die Framerate in den Keller. Es kann doch nicht sein, dass das jetzt nur an dem Umzug liegt. Oh, da habe ich eine Fackel weggefailt. So, nee, ja, doch, so. Blüpp. So. Dann warten wir mal auf ein paar Seed Saplings, whatever. Komm, gib ihn mir. So, mit dem hier werden wir hier schon mal anfangen, wieder aufzubauen. Den Neuaufbau. Scheiße. Neuaufbau, ja, habe ich gerade im Fernsehen gesehen, nach ewigen Zeiten mal wieder. Das Schaf ist da immer noch. Ich bin mal gespannt, wann das mal weg ist. Nach Ewigkeiten habe ich heute mal im Fernsehen diesen Film gesehen. 2012, ja, genau. Also schon erschrecken, wenn man so überlegt. Wir haben jetzt das Jahr 2012. Was wird passieren? Ja, hier Maya-Kalender zu Ende und so. Ne, also, ich meine, ich habe die Lösung für das Problem mit dem Maya-Kalender. Soll die einfach einen neuen schreiben? Oh, schlechter Wochenshow-Gag. Ingolf Lück lässt grüßen. So. Nein, aber es ist schon erschreckend. Wie seht ihr das so? Glaubt ihr an den Maya-Kalender? Glaubt ihr wirklich an das Ende der Welt? Wird das Ende der Welt dieses Jahr kommen? Verdammt, ich wollte noch die 1000 Abonnenten erreichen.
Ach ja, das ist auch interessant. 1000 Abonnenten, Abonnenten, YouTube-Partnerschaft und so weiter und so fort. Also von dem Flaschenpfand, das man da bekommt, kann man nach wie vor nicht leben, ne? Also davon kann man sich kein eigenes Haus kaufen und auch kein eigenes Haus halten. Also ich muss noch nach wie vor arbeiten gehen für zwei Häuser jetzt. Das war jetzt auch kein Spaß für zwei Häuser und so. Ich muss nach wie vor noch ganz normal arbeiten und so. Und ja, wie gesagt, also von den Flaschenpfand, was man da so kriegt in dieser kleinen Partnerschaft, also das ist ja wohl wirklich lächerlich. Ich habe dann mal meinen Kanal gesucht bei diesen Social Network Blade, bla, blub, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Man soll ja nicht sagen, was man kriegt, ne? Ich sag mal so, das, was auf dieser Seite steht, ist ja tatsächlich ein utopischer Wert, den ich kriege. Also Respekt. Ja, also wenn ich so viel für meinen Kanal bekommen würde, wie da steht, Alter, boah, geil. Also ich will damit jetzt ehrlich nur sagen, Leute, dieser Seite, diesem Social Blade oder wie dieser Quatsch da heißt, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Also wo dann halt, oder gibt's halt einen YouTube-Kanal ein und der errechnet dir dann zum Beispiel bei Gronkh, dass der mit seinem Kanal ein Jahresverdienst, gut, ich meine, es ist in Anführungsstrichen nur ein Jahresverdienst, aber ey, ein Jahresverdienst von über 1 Million Euro? Dollar? Ich weiß nicht mehr genau, was das da angezeigt wird. Ich glaube in Dollar. Also, ey, komm, bitte, ne? Also, selbst der allerletzte, ne? Also, ich sag mal, 1 plus 1 ist 2 und nicht 1 Million. Mag ja sein, dass er durch seinen Kanal und durch Werbeeinnahmen unter anderem, die ja zusammen über Playmassive und so weiter, ich will da gar nicht so viel von erzählen, das ist dem seine Sache, aber ich will nur mal einfach so sagen, diese ganzen Werbeeinnahmen, das läuft alles wahrscheinlich über ein AdSense-Konto, weil das alles AdSense mit Sicherheit ist. Und ja, ich denke mal, der wird da auch schon seine Marken machen. Ich meine, der Typ ist ja nun wirklich so, er wurde viel geflamed und so weiter. Ich mag ihn auch nicht. Ich mag seine Art und Weise, wie er sein Let's Play gestaltet, nicht. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ganz einfach, der war früher mal cool, aber seitdem er das wirklich beruflich macht, weil das ist nämlich gerade der Knackpunkt, der macht's beruflich. Und darauf will ich hinaus. Der Typ hat sein Hobby, sag ich mal, mit dem Let's Playen, das hat er einfach zu seinem Beruf jetzt gemacht. Und ich meine, dass man da auch in diversen Sachen ein bisschen seriöser oder keine Ahnung, was wirken muss als früher, wo man dann vielleicht noch mal so frei nach Schnauze labern konnte. Das ist ganz klar. Nur, ich sag mal, der Stil und die Art und Weise, ja, die gefällt mir nicht. Ja, das ist jetzt auch mal wirklich wieder mal so eine kleine Erklärung, so, weil ich ja auch neulich schon wieder so eine nette Nachricht in meinem YouTube-Postkasten hatte, warum ich Gronkh nicht mag. Oder, naja, es wird ja oft gesagt, warum mögen Tagun und Trivolo eigentlich Gronkh nicht? Das habe ich mal unter irgendeinem Video von Tagun oder mir gefunden. Warum er ihn nicht mag, aber weiß ich nicht. Also bei mir ist es tatsächlich nur die Art und Weise, wie er moderiert. Und man merkt halt teilweise wirklich, dass er das beruflich macht und da ist der Flair irgendwie verloren gegangen. Debitor zum Beispiel, den gucke ich mir auch gar nicht mehr an. Der ist irgendwie auch, weiß ich nicht, irgendwie komisch geworden. Aber das kann vielleicht auch damit zusammenhängen, man vergleicht sich selber, mag sein. Man vergleicht sich selber ja dann auch ab und zu mal mit diesen Let's Playern, anderer Größenordnung. Allerdings ein Kanal der Größe von Trivolo kann mit einem Kanal von Debito LP nicht mithalten, das ist ganz klar. Trotzdem mag ich sein LP noch, so einigermaßen. So, dann machen wir hier mal kurz weiter. Wir machen nicht nur kurz weiter, wir machen jetzt hier in ganz strammen Zügen machen wir hier weiter. Nein, der ist falsch. Zieh-Taste. Tja, tschüss. Das war das Holz. So. Wie habe ich das? So habe ich das. Dann muss das Glas noch mal weichen. Dann nützt das nix. Mitch, gib mir jetzt das Holz her. Und einen Drop.
Jesus, Maria und Josef. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, wo diese Frame Drops auf einmal herkommen, null Plan.